In Deutschland diskutiert die Regierung weiter darüber, wie man die Bevölkerung in der Energiekrise bestmöglich entlasten kann. Die Vorschläge einer Expertenkommission, die am Montag vorgestellt wurden, gehen für einige nicht weit genug. Der Mittelstand bemängelt beispielsweise, dass die Gaspreisbremse für mittelständische Unternehmen erst ab März gelten soll, während industrielle Großverbraucher schon ab Januar unterstützt werden sollen. Geplant ist nach wie vor, dass der Staat im Dezember eine monatliche Abschlagszahlung der Verbraucher für Heizkosten übernimmt. Damit soll laut Gewerkschaftschefin Jasmin Fahimi auch die Winterlücke von Januar und Februar geschlossen werden. Für bedürftige Haushalte schlägt die Kommission zusätzlich einen Soforthilfefonds vor und spricht sich dafür aus, Mietern 6 Monate lang Kündigungsschutz zu gewähren. In der Zeit könnten sie dann ihre möglichen Energieschulden begleichen. Oberste Priorität habe allerdings weiterhin, die Bevölkerung zum Energiesparen zu animieren, damit der Verbrauch insgesamt sinkt. Marcel Fratscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Herr Fratscher, kommen wir erstmal zum Sparen an sich. Das ist ja in aller Munde. Gibt es eigentlich schon Zahlen, wie viel Heizenergie bis jetzt weniger verbraucht wurde? Ja, wir haben schon sehr gute Anzeichen, dass in den vergangenen Monaten zum Teil 20% bei den privaten Haushalten weniger verbraucht wurde. Allerdings muss man solche Zahlen mit sehr viel Vorsicht genießen, denn Temperaturen waren hoch und die Frage wird natürlich auch, wie in den kommenden Monaten, wie kalt es wird. Aber erste Anzeichen sind positiv. Trotzdem muss der Fokus weiterhin sein. Wir müssen Gas einsparen, nicht nur die privaten Haushalte, sondern auch die Unternehmen. Kommen wir zu diesem 200 Milliarden Doppelwumms. Alle stehen ja gerade da und rufen hier, hier, wenn es um diese 200 Milliarden der Bundesregierung geht. Wer braucht sie denn nun tatsächlich und wer eigentlich nicht? Klar ist, dass die verletzlichsten Menschen und Unternehmen die Hilfe am meisten benötigen. Menschen mit geringem Einkommen haben proportional zu ihrem Einkommen die höchste Belastung durch die höheren Gaspreise, haben aber häufig auch keine Rücklagen. 40% der Deutschen haben keine Ersparnisse. Das heißt, auf die muss eigentlich die Hilfe fokussiert sein, also die 40% der Menschen mit den geringsten Einkommen, mit keinen Ersparnissen und eben auch für verletzliche Unternehmen. Es gibt auch kleine mittelständische Unternehmen, die sich eben diese höheren Kosten nicht leisten können, die Kosten dafür nicht an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergeben können. Und das ist bisher eben der Schwachpunkt der Gaspreisbremse. Es ist eher per Gießkannenprinzip, auch weil es die technischen Möglichkeiten für eine zielgenauere Zuweisung nicht gibt. Aber es ist im Augenblick eher ein Gießkannenprinzip. Menschen mit wenig Einkommen bekommen die geringste Unterstützung relativ zu dem, was sie wirklich brauchen. Schauen wir uns mal den Mittelstand an. Der beschwert sich nicht auch schon ab Januar, wie die Industrie bedacht zu werden mit der Gaspreisbremse. Zu Recht? Das ist ein bisschen Klagen auf hohem Niveau. Man muss ja sagen, die Unternehmen, die kleinen und mittleren Unternehmen, die ähnlich wie Haushalte mit den 12 Cent, die ersten 80% entlastet werden, bekommen ein bisschen stärkere Entlastung, also nicht 70% wie die großen Unternehmen, sondern 80% zu einem günstigeren Preis. Aber sie kriegen es erst später, erst ab März und nicht ab Januar. Das ist sicherlich in gewisser Weise ein Nachteil, aber nochmals, die Bürokratie ist leider in Deutschland so, dass es da nicht wirklich Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Sie haben das schon angesprochen, 80% soll gedeckelt werden, bei der Industrie 70%. Ist das noch genug Anreiz zum Sparen? Es ist genug Anreiz zum Sparen für die, die wirklich sparen müssen. Menschen mit ganz hohen Einkommen, die eine große Villa und viel Verbrauch haben und viel Geld haben, die hätten einerseits die meisten Möglichkeiten. Die könnten relativ leicht oder leichter Gas einsparen, aber die haben eben die finanziellen Mittel, es nicht zu tun. Und das ist die Ironie oder auch das Problem dieser Gaspreisbremse, dass es letztlich den höchsten Druck auf die Menschen und die Unternehmen richtet, die am wenigsten finanzielle Mittel haben, daher sparen müssen, aber auch in der Vergangenheit eigentlich auch schon am wenigsten Gas verbraucht haben, weil sie es sich nicht leisten konnten. Also sprich, diese Gaspreisbremse setzt den größten Druck auf die Menschen, die wenig haben und auch auf die Unternehmen, die eben von diesem Gaspreisexplosion am stärksten betroffen sind. Marcel Fratscher, vielen Dank für diese Einschätzung. Gerne.